Willkommen zu einem neuen Best-of-Video von mir. Und zwar soll es heute um die besten, zumindest von mir gelesenen, Middle-Grade-Bücher gehen. Ich habe da im Deutschen irgendwie keine richtige Bezeichnung für, aber eigentlich sind das Jugendbücher, die so an jüngere Jugendliche gerichtet sind, so im Alter zwischen 11, 12, 13, 14 ungefähr. Also weniger Young-Adult-Bücher, die für meine Begriffe meistens ab 16 starten, 16, 17 und wo halt meistens ein sehr großer Fokus auf Liebesgeschichte und Sinn des Lebens, Findung sozusagen, besteht. Und die Middle-Grade-Bücher sind halt mehr so Abenteuer, Freundschaft etc. Deswegen denke ich, die meisten kann ich auch da in die Kategorie einreihen. Wenn ihr meint, dass ihr irgendein Buch vielleicht nicht unbedingt da reingehört, tut's mir leid. Ja, ich fange einfach mal tatsächlich mit meinen liebsten Büchern an. Also erstmal ein Klassiker. Eigentlich ist es schon ein Klassiker. Da werde ich wahrscheinlich auch nicht mehr viel zu sagen. In diese Kategorie zählt für mich auch Harry Potter. Die Reihe habe ich natürlich auch gelesen und geliebt. Und gerade hier ist auch am Anfang, also die ersten Bücher, da ist unser Protagonist ja auch erst irgendwie 11 oder 12. Und das ist halt auch so genau die Zeit, die Middle-Grade-Bücher bei mir stehen. Und da geht es halt natürlich auch um Freundschaft, um die Schule, um so ein bisschen die Welt zu entdecken etc. Und das war auch so das Feeling, was ich in den ersten Büchern halt hatte. Ja, ich kann die Reihe auf jeden Fall jedem empfehlen. Ich weiß jetzt nicht, wer die noch nicht kennt. Ich habe die auch auf Deutsch und auf Englisch gelesen. Ich bin in die Reihe eingestiegen, als der vierte Band erschienen ist und der fünfte noch nicht. Also da gab es auch die Filme noch nicht. Ich habe dann quasi, ja ich weiß gar nicht, die ersten vier Bände ziemlich durchgesuchtet. Und dann musste man schon auf den fünften Band sehr lange warten. Dann gab es halt auch diese, wo ich nicht mitgemacht habe, ehrlich gesagt, weil ich war schon ein bisschen älter, halt diese Mitternachts Veröffentlichungen der neuen Bücher, wo sich dann Leute verkleidet vor den Geschäften aufgereiht haben, um als Erste halt irgendwie die neueste Ausgabe zu kriegen. Also es war schon ein sehr großer Hype, muss man einfach sagen. Ich war damals schon ein bisschen älter, also ich war 19, als ich die ersten Bücher gelesen habe. Aber gerade auch die ersten vier Bücher waren halt richtig, richtig gut und ich weiß, damals hat es auch jeder gelesen. Und ich habe tatsächlich damals auch sogar meine Mutter überreden können, die ersten Bücher zu lesen, obwohl die eigentlich nie Fantasy liest. Also das war schon ein Phänomen, muss man mal so sagen. Und ja, darauf basierend ist es halt immer noch großartig. Also was mir vielleicht so ein bisschen am besten an der Reihe gefällt, ist natürlich das Worldbuilding. Also auch da ist J.K. Rowling natürlich 1A gewesen. Also man allein schon in den Zusatzbänden, also von fantastische Tierwesen, wo sie zu finden sind, Quidditch im Wandel der Zeiten etc. Merkt man ja schon, dass das einfach, das hat alles das Universum sozusagen vergrößert und den ganzen Hintergrund gegeben und Details und solche Sachen. Deswegen, also Worldbuilding-mäßig war das auf jeden Fall richtig, richtig gut. Und bevor mich jemand fragt, ich glaube, mein Lieblingsband der Reihe ist tatsächlich auch der dritte. Den vierten fand ich auch sehr gut, aber der dritte, hat mir, glaube ich, mit am besten gefallen. Ja, ich denke, viel mehr zu Harry Potter wollte ich auch nicht sagen. Das ist halt the best of the best. Da muss das vorkommen. Dann eine Reihe, die vielleicht weniger Leute kennen, was aber tatsächlich auch eine Bestseller-Reihe ist. Und zwar The Darkest Rising von Suzanne Cooper. Die Reihe besteht aus... fünf Bänden. Ich habe ja diese schöne Schuber-Ausgabe gesehen. Gibt es auch auf Deutsch. Ist ursprünglich, mal gucken, 1973 erschienen. Also das ist echt schon etwas ältere Reihe. Ich habe sie aber selber als Kind und Jugendliche gelesen, weil ich habe sie damals geschenkt bekommen. Und ich habe die, glaube ich, keine Ahnung, 6, 7 Mal gelesen. Also ich habe als Jugendliche, junge Erwachsene, als ich noch nicht auf BookTube unterwegs war, auch viele Bücher nochmal gelesen, die ich sehr gut fand. Einfach weil
ist halt schwieriger war, neue gute Bücher zu entdecken und man hat dann die alten nochmal gelesen. Ja, ich habe halt immer diese englische Ausgabe geholt, weil ich die Cover halt wunderschön finde. Ja, worum geht's da? Also das ist eigentlich so eine, ja, auch eine Fantasy- oder Urban-Fantasy-Reihe, die halt in England spielt und teilweise in Wales und in Schottland. Es geht um einen Jungen, der in einer Familie aufwächst mit neun Geschwistern. Ja, habe ich meine Facts nicht mehr auf der Kette, aber auf jeden Fall. Ziemlich vielen Geschwistern. Ich glaube, der siebte Sohn eines siebten Sohnes. Und der hat auch noch ein paar Schwestern, also keine Ahnung, 10, 11 Geschwister, Kinder. Genug. Auf jeden Fall ist er halt der Jüngste und ja, er ist halt einer der Uralten, was er halt im Laufe der Geschichte entdeckt. Und das sind halt so Wächter, die halt das Land beschützen, die Menschen beschützen und eigentlich halt unsterblich sind. Und das Ganze basiert halt auf so ein bisschen ja, Arthur Sage und so mythologischen Elementen. Also es geht im zweiten Band, wird dann nach dem Gral, nach dem Heiligen Gral gesucht. Es gibt magische Gegenstände, verschiedene Zeichen und halt diese Geschichte um diese Uralten. Also es ist sehr mystisch angehaucht und mittlerweile ja, es ist auch so eine Welt, die einen jetzt nicht mehr so präsent ist, weil es einfach so technologisch noch nicht so weit war. Also man merkt im Buch teilweise, dass halt 73 geschrieben wurde. Also da hat noch nicht mal jeder irgendwie ein Auto, geschweige denn irgendwie einen Fernseher oder ein Handy oder einen Computer oder sonst irgendwas. Aber ich finde, das macht so ein bisschen die Atmosphäre halt aus. Also es ist halt so, ach, irgendwie sehr schön. Und gerade jetzt der erste Band, der ist halt auch, spielt halt im Winter, es geht um Weihnachten. Mia hat nicht so viel Geld, aber sie gibt sich halt sehr viel Mühe mit den Geschenken. Und diese ganze Atmosphäre und diese Zeremonie, also es passt, finde ich, der erste Band auch sehr gut zu Weihnachten. ja, also im Laufe der Geschichte wird unser Bruder natürlich auch ein bisschen älter und er hat noch Freunde, die er halt dann entdecken. Die Geschichte spinnt sie halt immer weiter. Also ich habe die Geschichte tatsächlich als Jugendliche geliebt. Kann sie auf jeden Fall jedem weiterempfehlen. Ich würde allerdings tatsächlich sagen, wenn Englisch nicht eure Muttersprache ist, dann lest sie vielleicht besser auf Deutsch. Weil ich fand tatsächlich das Englisch hier drin schwierig. Ich glaube, es war so eins der härtesten englischen Bücher, die ich irgendwie je gelesen habe. Also keine Ahnung, das ist schon so Herr der Ringe-Niveau. einfach wahrscheinlich auch, weil es halt ja, in den 70ern geschrieben wurde und auch viele Elemente jetzt nicht mehr so Standard sind heutzutage. viele Ausdrücke auch so ein bisschen älter sind oder einem so vorkommen. Vielleicht hat die Autorin sich auch extra Mühe gegeben, das möglichst von der Sprache her irgendwie so altertümlich klingen zu lassen. Dafür kann ich mir in Englisch auch nicht genug aus, aber auf jeden Fall schwieriger auf Englisch. Aber wie gesagt, auf Deutsch habe ich die Reihe durchgesucht. Kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Es geht halt wirklich um Abenteuer, es geht um Freundschaft, es geht halt um diese Mythologie, um diese mystischen Sachen. Ich fand auch im vierten Band war das, glaube ich, total cool. Man lernt auch so ein bisschen Walisisch. Also wenn ihr schon immer gefragt habt, wie man diese Worte ausspricht, das wird tatsächlich da erklärt. Fand ich auch super. Also, also sehr, sehr schön. Also ja, wenn ihr da so... Ja, also es hat ein bisschen, erinnert auch an Harry Potter, einfach von diesen... Ja, er ist halt quasi der Auserwählte sozusagen in seiner Familie, der einzigen magischen Fähigkeiten. Hat so ein bisschen auch den Vibe, aber... Ja. Kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Es ist teilweise auch ein bisschen düster, muss man halt auch sagen. So ein Kinder-Jugendbuch. Also ich merke schon, das Video wird wieder ewig lang. Jetzt kommen wir mal zu einer Reihe, die wahrscheinlich viele außer mir auch kennen. Und zwar von Rick Riordan. Die Percy Jackson-Reihe jetzt erstmal mit den ersten Bands in Lightning geschrieben auf Englisch. Ich glaube, die, also alles, was bislang erschienen ist auf Englisch, gibt es mittlerweile auch auf Deutsch. Also von den ganzen Universum. Aber ich fange einfach mal mit der ursprünglichen fünfteiligen Reihe an, die sich halt um Percy Jackson dreht, weil da ist Percy halt auch noch sehr jung. Ich glaube, der ist auch irgendwie 12 oder so. Und dementsprechend ist das halt eigentlich auch Middle Grade. Es ist eine Urban Fantasy Geschichte, ja, in der Percy unter anderem und andere Freunde von ihm
die Nachkommen von Göttern sind, also sogenannte Halbgötter, und zwar von den griechischen Göttern. Und Percy ist halt der Sohn von Poseidon und einer menschlichen Frau sozusagen. Ja, er hat natürlich auch mehr besondere Fähigkeiten, allerdings leider auch besondere Nachteile. Also er ist unter anderem halt, hat irgendwie so eine Schreibleseschwäche und so ein bisschen Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Und das Ganze fängt halt an, wo er halt zur Schule geht und dann halt von irgendwelchen übernatürlichen Monstern halt auch angegriffen wird und sich verteidigen muss. Ja, und irgendwann kommt er dann halt in das Camp Halfblood, wo halt diese Halbgötter in einer Art Sommercamp inklusive Schule sozusagen ausgebildet werden. Großteil zum Kämpfen. Aber halt auch so ein bisschen, ja, so hat man so, hat so dieses Abenteuer-Feeling und dieses Schulfeeling und ja, alles, was für mich auch so Middle-Grade ausmacht. Was, ja, Rick Riordan sehr gut kann, außer halt lustige, also hier auch teilweise sehr humorvolle Geschichten zu schreiben, ist halt auch einen diese Götterwelt und diese griechische Mythologie nahezubringen. Das macht er halt in dem Fall super. Also man wird hier richtig, ja, man wird quasi weitergebildet, ohne dass man es merkt. Also deswegen auch als Jugendbuch wahrscheinlich sehr zu empfehlen, einfach damit man auch so ein bisschen mehr über die griechische Sagenwelt lernt und über die Götter und deren Geschichte. Ja, was Rick Riordan außerdem halt noch sehr gut kann, ist sehr unterschiedliche Charaktere, also diverse Charaktere einzubringen, die auch ja, verschiedene Hintergründe, religiöse, sexuelle, wie auch immer hat. Und das vor allen Dingen seinen späteren Reihen wird das auf jeden Fall noch mehr ausgeprägt, aber das schafft er halt auch immer. Also ich muss sagen, ich habe die erste fünfbändige Reihe sehr, sehr geliebt. Ich habe danach auch noch die Heroes of Olympus Reihe gelesen. Da ist halt Percy schon auch dabei, aber da ist er schon ein bisschen älter. Da hatte ich so meine Schwierigkeiten mit, muss ich ehrlich sagen. Ansonsten habe ich noch diese Kurzgeschichtensammlung noch gelesen und die Magnus Bane Trilogie. Die fand ich auch wieder sehr, sehr gut. Da ging es dann um nordische Mythologie. Und ja, ich habe halt noch so ein paar Reihen von ihm auf meinen Sub. Aber wie gesagt, wenn euch das auch interessiert, dann fangt auf jeden Fall mit der Percy Jackson Reihe an. Hier sind die Charaktere zwar noch ein bisschen jünger, aber es ist trotzdem sehr unterhaltsam und ist der Einstieg in diese Welt und ich kann auf jeden Fall weiterempfehlen. Die habe ich übrigens in irgendeinen Ferien, habe ich die komplett gelesen, die alle fünf Bände. Hatte ich damals sogar noch ausgeliehen von einer Freundin. Und habe die weggesuchtet. So, jetzt weiß ich gerade gar nicht so genau, wie ich weitermachen soll. Machen wir mal etwas weiter, was auch ein bisschen anders ist. Also die Middle-Grade-Bücher haben alle so ein bisschen Fantasy-Aspekt, muss ich sagen. Sonst habe ich nichts gelesen. Wie soll ich das Middle-Grade-Fantasy-Bücher nennen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall machen wir mit der Lovewood & Co.-Reihe weiter von Jonathan Stott. Auch das war eine ganz große Reihe. Das ist der erste Band, die seufzende Wendeltreppe. Das Ganze hat fünf Bände. Und die gibt es eigentlich, glaube ich, alle als Hörbücher. Ich habe die damals auch als Hörbücher gehört. Ja, hier ist das Setting eigentlich mal ein bisschen was anderes. Und zwar geht es um ja, eine Art Dystopie, die halt in London spielt. Allerdings gibt es in dieser Welt Geister. Und es gibt auch sogenannte Geisterjägeragenturen, wozu auch Lockwood und Co. gehört. Und die bestehen aus Kindern und Jugendlichen, weil nur die die Geister halt sehen können. Und die sind meistens leider böse. Und die müssen die halt bekämpfen, einfangen und unschädlich machen, wie auch immer. Und arbeiten halt dadurch in diesen Agenturen. Und Lockwood & Co. besteht halt aus Lockwood und zwei anderen. ich glaube Anna, aus deren Sicht wir, glaube ich, auch lesen. Und den dritten vergesse ich halt immer den Namen. Ich habe es eh nicht so mit Namen. Auf jeden Fall ja, ist das sehr lustig, weil es halt so, die Kinder benehmen sich halt so, als hätten sie halt so ein so einen normalen Job wie die meisten Erwachsenen. Ist halt auch schon lustig. Also ich kann mir halt vorstellen, wenn ich wirklich noch als Kind gewesen wäre, dass ich das halt sehr spannend gefunden hätte. Als Erwachsener finde ich das halt weniger spannend, aber es kommt halt irgendwie sehr unterhaltsam rüber. Ja, zudem sind diese Bücher auch verdammt gruselig für Jugendbücher. Also ich lese ja eigentlich kein Horror, also keine Ahnung, ich kann es halt schlecht vergleichen, aber meine Verhältnisse waren da schon einige Szenen bei, die echt so ein bisschen
hart waren. Also sind ja auch nicht keine lieben und netten Geister, sondern es wirklich böse Geister, die dann halt auch die Szenen ihres Todes sozusagen durchleben und man als Leser durchlebt die dann auch teilweise und das ist nicht sehr nett. aber natürlich werden auch viele Geheimnisse aufgedeckt. Also es gibt einen sprechenden Schädel, Lockwoods Vergangenheit. Diese ganze Hintergrundgeschichte, warum es diese Geister überhaupt gibt, wo die herkommen und wieso nur Kinder die sehen können, etc. Und dann gibt es noch eine Organisation, die jetzt vielleicht nicht so nett ist, gegen die man quasi vorgeht. Also sehr viel Action, sehr viel Unterhaltsames, sehr gruselig zum Teil. aber auch einfach ein extrem guter Schreibstil. Wenn ihr den Autor schon kennt, also der hat ja auch unter anderem die Bartimäus-Reihe geschrieben, werdet ihr vielleicht vom Schreibstil schon was gemerkt haben. Ich finde das aber hier tatsächlich noch besser. Also ich habe von den Bartimäus-Reihen den ersten Band gelesen, aber die hat mir weniger gut gefallen. Also das ist wirklich nochmal eine Schippe drauf und auf jeden Fall eine Reihe, die ihr euch auch zu Halloween durchaus reintun könnt. Also ich fand es auf jeden Fall großartig. Achso, die Kinder sind natürlich auch, keine Ahnung, vielleicht auch nicht 12, 13 oder so. So, dann mal eine Reihe von einem deutschen Autor. Von Thomas T. Meyer, Evolution. Das ist so eine Art Postapokalypse-Geschichte. Ja, das Ganze fängt damit an, dass halt mehrere Jugendliche auf einen Schulausflug gehen und die fliegen irgendwie in die USA. Dann passiert aber irgendwie was Seltsames und das Flugzeug landet zwar in den USA, aber in einer völlig anderen Zeit, und zwar einige hundert Jahre oder so nach unserer jetzigen Gegenwart. Und zu dieser Zeit ist es eigentlich so, dass die Menschen so gut wie ausgestorben sind und die Natur, beziehungsweise die Tiere und andere komische Gestalten sozusagen die Welt zurückerobert haben und dementsprechend passt es ja auch vom Setting her. Ja, und unsere Protagonisten versuchen dann halt so da zu überleben und halt auch irgendwie einen Weg zurück in ihre Zeit zu finden. Hier haben wir eigentlich so eine Gruppe von Jugendlichen, die auch verschiedenste Charakterzüge haben und Fähigkeiten, was auch sehr unterhaltsam war. Also, fand ich zumindest. Die sind auch noch nicht so alt alle. Und das Ganze hat natürlich diesen Mystery-Charakter, weil man ja nicht weiß, wie ist es dazu gekommen. hat es diese ganze Weltuntergangsstimmung wie The Walking Dead, also ohne Zombies. Aber halt dieses gruselige Atmosphäre, weil halt die Welt halt nicht mehr so ist, wie wir sie jetzt kennen, sondern halt die Pflanzen halt alles zurückerobert haben. So. Und alles zerstört ist. Man hat ja diese Ruinen und diese etwas seltsame Pflanzen- und Tierwelt und so. Fand ich auf jeden Fall extrem spannend, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Also die Reihe an sich ist nicht absolut ohne Fehler. Muss man auch dazu sagen, aber ich fand sie halt sehr unterhaltsam, deswegen gehört sie auf jeden Fall zu meinen Favoriten, auch wenn jetzt vielleicht von der Qualität jetzt nicht unbedingt an die vorgenannten Reihen drankommt. Also es ist halt kein Harry Potter, aber es ist trotzdem eine sehr gute Jugendbuchreihe. Deswegen kann ich sie euch empfehlen. So, dann mal eine Reihe, die auch gerne mit Harry Potter verglichen wird, und zwar die Nevermore-Reihe von Jessica Townsend. Da sind bislang drei Bände erschienen, im Englischen wie auch im Deutschen. Und ich weiß nicht, ich glaube fünf Bände sind irgendwie geplant. Auf jeden Fall noch mehr. Ich habe auch erst gedacht, es wäre eine Trilogie. Festgestellt, nein, es geht noch weiter. Das Ganze hat so ein bisschen Harry Potter-Vibe, das wird auch gerne gesagt. Ich mag ja die Vergleiche eigentlich nicht so gerne, weil das die Erwartung immer sehr, sehr hoch treibt. Aber ich finde, hier ist die Parallele tatsächlich durchaus vorhanden. weil es tatsächlich auch um eine magische Welt, also erstmal geht es um unsere Protagonistin, wie heißt sie noch gleich? Ich im Namen. Morrigan. Morrigan Crow. Ja, sehr schön. Die eigentlich so ein verfluchtes Kind ist und deshalb an ihren Elfengeburtstag, glaube ich, sterben soll. Was sie natürlich nicht so toll findet. Außerdem ist sie halt bis dato halt für jedes Unglück verantwortlich, das irgendwie passiert. Also wenn bei jemandem irgendwie die Nudeln überkochen, dann ist sie daran schuld. Oder was weiß ich.
Also ihr Leben ist nicht so ganz so nett und ja, ihre Familie und ihre Eltern und die Gesellschaft fänden es jetzt auch nicht so schlimm, wenn sie dann irgendwie mit 11 Jahren abdankt. Aber sie wird dann von einem mysteriösen Mann gerettet, der sie nach Nevermore bringt. Nevermore ist eigentlich so eine Parallel-Fantasy-Welt, also so ein bisschen wie halt Hogwarts von Harry Potter. der ist halt magische Wesen gibt, Magier und halt magische Fähigkeiten. Und ja, sie nimmt dann im ersten Band an so einer Art Wettbewerb teil, um nach Möglichkeit auf eine magische Schule gehen zu können, die es halt in Nevermore gibt. Aber dazu muss sie halt verschiedene Aufgaben bewältigen, um halt auch zu beweisen, dass sie halt magische Fähigkeiten hatten auf dieser Schule sozusagen. Gehört, wie auch immer. Und währenddessen lebt sie halt in einer Art Hotel in Nevermore. Und in diesem Hotel sind halt auch verschiedenste Angestellte und Gäste, die halt auch sehr lustig sind. Also auf jeden Fall Pros. Diese Reihe sind auf jeden Fall das Worldbuilding, also Nevermore und das Hotel und die Schule später etc. ist sehr kreativ und sehr detailreich ausgearbeitet. Also das ist natürlich auch ein Punkt, der stark an Harry Potter erinnert hat, weil auch Harry Potter halt extrem ausgearbeitetes Worldbuilding hat. Und natürlich diese Aspekte der magischen Schule. Wer hätte das gedacht? Ja, ansonsten, ja, also das, ich weiß gar nicht, wie das beschreiben soll. Also es ist auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Die Aufgaben, die sie halt so erledigen muss, sind auch kreativ. Und die Charaktere sind auf jeden Fall sehr originell. Also ich mochte vor allen Dingen viele von den Nebencharakteren sehr, sehr gerne. Also unter anderem halt Jupiter Jones, das ist halt ihr Mentor, der sie halt auch nach Nevermore gebracht hat. Ist halt ein sehr skurriler Typ. Also ist eigentlich immer auf Reisen, aber wenn er da ist, ist halt sehr lustig und unterstützt Morrigan halt, wo er kann und ist auch immer sehr positiv gestimmt. Morrigan an sich ist halt immer so ein bisschen düsterer Stimmung, weil sie halt einfach auch viel schon durchgemacht hat und immer so ein bisschen pessimistisch ist. Das mochte ich aber als Charakterzug eigentlich sehr, sehr gerne. Ja, auf jeden Fall eine Reihe, die ich allen empfehlen kann, die sowas suchen. Und auch eine Reihe, die wahrscheinlich noch ein bisschen fortgesetzt wird. Also ich habe jetzt auch die ersten drei Bände gelesen. Fand die sehr, sehr gut und hoffe, dass jetzt halt die nächsten Bände auch so gut werden. Auf jeden Fall Nevermore weit vorne. Jetzt kommen eigentlich noch so ein paar Reihen, wo ich jetzt nicht mehr so viel zu erzählen kann, aber ja, es ist irgendwie so ein bisschen Honorable Mentions. Also ich wollte sie halt noch erwähnen, damit sie auch mal erwähnt werden, keine Ahnung. Zum einen wollte ich von Scott Westerfeld die Leviathan-Trilogie erwähnen. Ja, einfach weil die halt ein bisschen besonders ist. Und zwar ist das eigentlich eher eine Steampunk-Reihe. Also hier geht es um eine quasi alternative Welt. Ja, wo halt der Erste Weltkrieg sozusagen noch andauert und man halt mit so Luftschiffen gegeneinander kämpft. Also es ist schon ein bisschen technisch angehaucht. Aber ich kann mal so ein bisschen zeigen. Aber es hat auch einfach grandiose Illustrationen da drin. Das muss ich einfach sagen. Und unsere Hauptprotagonisten sind auch noch relativ jung hier. Also und die lernen sich, glaube ich, auf einen Luftschiff kennen und erleben dann so Abenteuer miteinander. Also mich hat die Reihe damals sehr gut unterhalten. Ich weiß jetzt leider nicht mehr alle Details, muss ich ehrlich sagen. Aber einfach dieses Steampunk-Feeling und diese Illustration und diese ganze Geschichte war was Besonderes. Muss ich einfach sagen. Also da könnt ihr auf jeden Fall einen Blick reinwerfen. Die gibt es auch komplett auf Deutsch. Allerdings weiß ich nicht mehr, wie gut man die noch kriegt. Also die Reihe ist auch schon ein bisschen älter. Und ich glaube, die deutschen Hardcover waren schon schwierig zu kriegen, als ich das letzte Mal geguckt habe. Das ist jetzt auch schon ein paar Jährchen her. Deswegen, ich habe die englischen. Aber wenn ihr die irgendwo findet, werft auf jeden Fall einen Blick rein. Dann eine Reihe, die auch viele andere wahrscheinlich öfter mal in die Kamera halten, und zwar die Duftapotheke von Anna Ruhr. Ja, da habe ich leider erst nur den ersten Band gelesen. Ich würde die aber gerne auch fortsetzen. Auch hier haben wir wieder den Pluspunkt,
was auch hier Illustrationen drin sind. Nicht ganz so viele und nicht ganz so ausgefeilte, aber sehr, sehr schöne. Ja, hier geht es eigentlich um eine Art Duftapotheke. Also unsere Hauptprotagonistin zieht mit ihren Eltern irgendwie so ein altes Haus und findet dort im Keller halt ja eigentlich so eine Art Raum mit ganz vielen Flakons drin, die verschiedene Düfte beinhalten. Und diese verschiedenen Düfte ja, haben besondere Auswirkungen. Also es ist eigentlich so ein bisschen wie so Zaubersprüche. Ja, natürlich muss sie natürlich mit den Nachbarn und ihrem Bruder und keine Ahnung was, halt noch so ein paar Geheimnisse lüften. Es ist nicht ganz so ausgefeilt und ausgearbeitet von der Welt her, weil es halt relativ überschaubar ist. Ist dementsprechend allerdings auch leicht zu lesen und vielleicht tatsächlich auch mehr für Jüngere gedacht, dass man halt nicht so ganz überfordert wird vom Worldbuilding. Also, aber wenn ihr das ja, schöne kleine Welt sozusagen. Gerne mögen, ein paar Illustrationen. Dann seid ihr auf jeden Fall auch richtig. Und eine Reihe, die ich jetzt einfach mal mit reingenommen habe, wobei ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher bin, wie alt die Protagonisten hier drin sind. Aber ich habe die Reihe auch gelesen, als ich jünger war. Und zwar von Ted Williams, die Otherland-Reihe. Und das ist eine vierbändige epische Reihe. Ja, die quasi in einer Art virtuellen Realität spielt, größtenteils. Und das fand ich damals halt auch sehr spannend, weil es halt einfach so ein bisschen, ja, mehr so Sci-Fi-Aspekte hat tatsächlich. Ja, und das Thema halt auch einfach nicht alt wird, weil es wird eigentlich immer mehr, dass wir halt in irgendwelchen virtuellen Realitäten, sei es jetzt Spielen oder Simulation oder sowas, eintauchen können. Also ein bisschen, keine Ahnung, Ready Player One-mäßig sozusagen. Halt nur halt viel mehr für Jugendliche. Und ja, ich weiß halt, wie gesagt, nicht mehr genau, wie alt die Protagonisten hier drin sind, aber ich habe es halt auch als Jugendliche gelesen. Ich glaube, die waren auch etwas jünger. Es ist natürlich eine komplexere Reihe. Komplexer und umfangreicher. Ted Williams hat einen teilweise sehr ausschweifenden Schreibstil, muss ich einfach ehrlich dazu sagen. Ich habe die Reihe auch in letzter Zeit noch nicht gereviewt. Ich habe die aber, glaube ich, mindestens zweimal gelesen. Bin mir aber nicht ganz sicher. Wäre auf jeden Fall auch mal ein Reread-Kandidat, weil ich auch nicht mehr so viel weiß davon. Aber ich fand den Plot auf jeden Fall sehr spannend. Es gibt auch immer mehrere Charaktere. Ja, und wenn euch sowas interessiert, ist das eigentlich auch schon mittlerweile mehr so ein Geheimtipp. Weil die Reihe halt schon ein bisschen älter ist. Also das ist 1996 erstmals erschienen. Dementsprechend vielleicht eine kleine Vorwarnung. Also technologisch gesehen sind wir da nicht mehr auf den unbedingt höchsten Stand der Zeit. Weil das einfach sich auch relativ schnell ändern. 96 ist ja schon eine Weile her. Ja, also Handys kamen, glaube ich, noch nicht vor. Also ist schon ein bisschen rudimentärer. Aber trotzdem, also die Idee an sich als solche ist durchaus, finde ich, immer noch aktuell. Aber ihr könnt gerne mal schreiben, ob ihr die Reihe vielleicht kennt und schon gelesen habt. Und ja, also wie gesagt, vier Bände übrigens. Bisschen dicker wohl. Gibt's, glaube ich, aber gab's, glaube ich, als Hörbuch. Allerdings, glaube ich, gekürzt. Ja. Ja, das war tatsächlich das letzte Buch in dieser etwas umfangreicheren Reihe. Also eigentlich wollte ich ja immer nur so fünf Bücher raus. Fünf Reihen aussuchen, aber wenn ich damit anfange, wären das irgendwie sieben oder acht. Ich habe mich jetzt einfach mal nicht weiter beschränkt, weil ich finde, die Bücher sollte man alle mal erwähnt haben. Ja, einfach damit auch vielleicht ein paar Geheimtipps dabei sind, weil ich einfach nur immer die drei bekanntesten und beliebtesten Reihen nenne. Dann ist eins immer irgendwie Harry Potter und was weiß ich. Und ist das auch ein bisschen öde, deswegen wollte ich auch so ein paar Underdogs erwähnt haben. Ja. Aber ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, welche Middle-Grade-Bücher ihr empfehlen könnt oder welche euren liebsten Bücher waren, weil ich muss ja selber sagen, ich bin ja jetzt auch nicht so bewandert in den Genre, dass ich da jetzt ohne Ende von gelesen hätte. Deswegen könnt ihr da gerne nochmal mir ein paar Tipps geben. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Video.